Aufmerksame Zuschauer dürften es ja wieder an meinem gefegten Hintergrundclip erkennen. Draußen ist mal wieder nicht so das tolle Wetter zum Fahren, also kann ich glücklicherweise noch ein bisschen auf mein Winterprogramm zurückgreifen. Und heute will ich euch mal zeigen, wie ihr eine Route im Kurviger plant und dann über Spacecamp sozusagen vorbereiten könnt, um es anschließend auf dem Garmin-Navi zu übertragen. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Wie gesagt, heute soll es darum gehen, eine Route im Kurviger zu planen und dann anschließend ins Basecamp zu importieren, um es dann halt anschließend nochmal in irgendein Garmin-Navi zu übertragen. Da dürften natürlich einige Hardcore-Basecamp-Fans berechtigterweise fragen, warum das Ganze, kann man doch auch im Basecamp planen. Ich muss gestehen, für mich ist planungstechnisch die Waffe der Wahl immer noch das Kurviger.de. Fällt mir einfach leichter und wie gesagt, für all diejenigen, denen es genauso geht, denen will ich halt mal sagen, wie man das jetzt da eine Route plant und am besten rüber transportiert ins Basecamp und damit auf dem Garmin Navi, ja, mit den wenigsten Verlusten, würde ich mal sagen. Generell ist es ja so, das kennt ihr, denke ich mal, jetzt zur Genüge von meinen anderen Videos, versuche ich halt immer dem Navi anschließend so viel wie möglich Raum zu geben, um darauf zu reagieren auf gesperrte Straßen, falls er Verkehrsmeldungen kriegt und die einbeziehen kann. Also meine Strategie lautet sozusagen bei der Planung immer so wenig wie möglich Wegpunkte, aber so viele wie nötig. So, ich fange jetzt da einfach hier wieder ganz normal an. Zoome ein bisschen rein. Mein üblicher Startpunkt ist ja hier an der Tankstelle und dann setze ich auch im Prinzip direkt mein Ziel wieder hier hin, um dann quasi die Route erst noch aufzuspannen. Für heute habe ich mir jetzt überlegt, ich mache nochmal so eine Runde zum Rennsteig hin. Da habe ich hier quasi mir noch meine ganzen Passknackerpunkte als Favoriten mal reingeholt. Weil im Kurviger können wir ja mittlerweile auch Routen und Favoriten speichern. Dann habe ich die so ein bisschen hier als Anhaltspunkt. Und da gehe ich dann einfach mal her und sage hier, okay, die Wartburg, die will ich zum Beispiel mitnehmen. Sage hier dann, setze als Zwischenziel. Ist auch unser Zwischenziel 1, passt also soweit. Dann habe ich mir noch rausgesucht, ich will hier den eins weiter auf der Seite, den großen Inselsberg mitnehmen. Das heißt, ich nehme jetzt mal, obwohl das ist auch ein Parkplatz, ist okay, nehme ich hier auch wieder als Zwischenziel. Jetzt hat er hier schon quasi das Ganze so ein bisschen rumgedreht, also gehe ich wieder auf Routenplanung, sage, nee, ich will das gerade andersrum, das soll mein Wegpunkt 2 sein. So, dann haben wir hier doch schon einen relativ schönen Bogen aufgespannt. Warum er das jetzt hier so schön macht, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir hier schon die Option eingeschaltet haben, vermeide dieselbe Straße zweimal zu fahren, weil ansonsten würde das schon darauf hinauslaufen, dass er halt hin und zurück vieles gleich fährt. So, dadurch kriegt man sozusagen schon ein bisschen Arbeit abgenommen und so eine grobe Richtung aufgespannt. Einen dritten richtigen Wegpunkt will ich hier nochmal machen, und das ist der Trusetal-Wasserfall. In dem Fall habe ich jetzt hier keinen direkten Punkt, da mache ich einfach mal hier einen Rechtsklick an die Ecke, sage, setze als Zwischenziel, denn dann haben wir den hier auch entsprechend drin. Das sind also meine drei Wegpunkte, die ich wirklich anfahren will und wo ich auch eine Benachrichtigung haben will. Und das ist halt auch so für mich die entscheidende Sache, wenn es jetzt darum geht, dass einem das Navi und die App oder was auch immer die Möglichkeit gibt zwischen Wegpunkten und rein, ja, hier beim Kurviger heißt es jetzt Shaping Points und ich glaube beim Garmin heißt es auch Shaping Points, das heißt Wegpunkte, die ihr nur setzen wollt, um die Route irgendwo lang zu kriegen, aber wo ihr nicht darauf hingewiesen werden wollt, nicht sozusagen sie erreichen, bla bla bla. Und das finde ich halt echt angenehm. Wie gesagt, die Garmin-Geräte können es auf jeden Fall, TomTom kann es zum Beispiel nicht, die machen nur Stops. Und die Scenic-App beispielsweise hat auch dieses Konzept mit Via-Points und Stops sozusagen. Kommt aufs Gleiche drauf raus. So, und das Ganze können wir jetzt so quasi so ein bisschen nutzen, um dann die Strecke noch so ein bisschen
uns umzubiegen. Das heißt, anfangen tue ich immer mit den Wegpunkten, die ich wirklich anfahren will, wo ich auch im Zweifelsfall anhalten will. Und jetzt ist hier beispielsweise, weiß ich, zwischen Steinbach hier das Eck hier hoch, das ist diese Bergrennstrecke, die will ich natürlich fahren und im Idealfall auch in die Richtung bergauf fahren. So, in dem Fall gehe ich hier meistens dann her, mache dem Kurviger das Leben ein bisschen leichter und sage jetzt einfach, okay, ich zwick mir hier einen Punkt rein und zieh mir den dann hier runter. So, dann weiß ich halt, es ist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Reihenfolge. Und hier seht ihr jetzt da auch schon, er macht hier so einen kleinen Unterschied. Ich korrigiere den hier nochmal ein bisschen. Wir haben also hier diese mit dem dicken blauen Kreis. Das sind quasi die, die auch angefahren und angesagt werden sollen. Da ist hier, kann man das sozusagen ausschalten. Und das hier sind diese Shaping Waypoints. Die haben erstmal keine Benachrichtigung. Da könnte ich hier über die Glocke die Benachrichtigung anschalten. So, das klappt aber noch nicht ganz so. Ich will natürlich nicht hier runter und wieder hochfahren. Deswegen setze ich mir hier nochmal einen Punkt und ziehe den einfach mal so, keine Ahnung, hier dazwischen. Kommt immer noch nicht ganz hin. Jetzt machen wir hier einen riesen Zickzack. Da kann ich hier zum Beispiel mal sagen, auf dem Hinweg, das wäre für mich noch so was, was eigentlich hier über den ursprünglichen Rennsteig drüber weggeht. Und seht ihr jetzt schon, durch diese Vermeidung, die Straße doppelt zu fahren, korrigiert er das jetzt ein bisschen. So, und dann sieht das hier eigentlich schon recht gut aus. Allerdings habe ich hier wieder dasselbe Spielchen. Ich will natürlich nicht hoch und wieder runter fahren. Und dazu kommt noch, dass ich hier sehe, oh, da liegt noch ein Passknackerpunkt. Das heißt, hier, das verspricht schon eine gute Strecke zu werden. Und das sieht auch hier schon schön schnörkelig aus. Also, selbe Spielchen, ziehe ich mir einfach mal hier so einen Punkt hin. Das sieht auch recht gut aus, wenn ich nach da oben gehe. Und dann mache ich hier den Bogen nach oben drüber. Das sieht jetzt soweit eigentlich gut aus, dass ich sage, so gefällt mir das schon. Hier unten kann ich noch mal gucken, dass ich hier nichts doppelt habe. Und natürlich bei Klein Sassen, Dürnbach, Steinbach, da klingt es doch danach. Nee, das geht sogar schon drüber. Hier könnte ich halt jetzt im Zweifelsfall noch mal hergehen und die Strecke hier ein Stückchen wegziehen, aber das lasse ich jetzt einfach mal so. Auf dem Ding basieren können wir jetzt dann natürlich hier noch ein bisschen rumspielen und mal gucken, was er hier so der Reihe nach veranstaltet mit den einzelnen Kurvigkeiten, die wir noch einstellen können. Können uns da noch irgendwas raussuchen. Es ist natürlich so, diesen Algorithmus zum Kurvig berechnen, den hat jetzt das Garmin in dem Sinne dann nicht, zumindest nicht den gleichen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass was anderes bei rauskommt. Das hatte ich ja in meinem Video, wo es um Garmin oder TomTom ging, mal so ein bisschen rausgestellt. Und genau das wird uns auf jeden Fall auch passieren. Aber wir können trotzdem mit verschiedenen Hilfsmitteln dann quasi sehen, dass wir an die Strecke rankommen und das entsprechend nachvollziehen können. Was ich hier noch machen kann, bevor ich jetzt exportiere, das ist allerdings zum Teil ein Feature, was in diesem neuen Tourenpaket von Kurviger dabei ist, was kostenpflichtig ist. Ich kann die Namen zwar hier generell benennen und hier hat er zum Beispiel auch von meinen Passknackerpunkten die Namen übernommen. Ich mache mir da jetzt dann nur mal die Nummerierung weg, die ich nicht haben will hier drin, aber ansonsten haben wir hier den. Ich kürze das mal nur auf Inselsberg runter, haben wir drin, das speichern wir hier unten, den hat man selber gesetzt, da sagt er einfach nur Zwischenziel, hier will ich jetzt drin haben, Druse, Talwasserfall. So, jetzt habe ich die Namen auf jeden Fall schon mal schön vergeben und bei den reinen Shipping Waypoints brauche ich das nicht, da ist es mir eigentlich relativ egal. So, jetzt gehen wir zum Exportieren. Und da ist es jetzt so, hier, ich habe es schon ausgewählt, der Standard ist eigentlich GPX. Und in dem Fall wollen wir haben sowohl die Route als auch den Track. Das hilft uns dann im Basecamp später weiter, um die Route im Zweifelsfall halt nochmal zu korrigieren.
Und dann sind hier unten diese zwei Wegpunkte. Wegpunktnamen exportieren und Shaping Points exportieren. Das kann man hier anhaken, um das halt auch mit zu übergeben. Und hier gibt es nochmal ein extra GPX-Format, Garmin Shaping Point GPX. Das klickt man auf jeden Fall auch an, um diese ganzen Punkte halt mit zu exportieren. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben es jetzt da im Prinzip in einem schönen Format, mit dem wir jetzt da im Garmin hergehen können und versuchen, das zu importieren und gegebenenfalls nochmal ein bisschen nachkorrigieren. So, wir gehen also ins Garmin rein. Ich suche mir hier einfach mal einen Ordner raus, in dem ich das importieren will. Sage dann Datei in Test importieren und wähle mir hier meine GPX-Datei aus, die wir gerade exportiert haben. Und da haben wir das gute Stück. Und hier haben wir jetzt halt im ersten Zuge, obwohl das Kurviger schon mit übergibt, dass es sozusagen eine Motorradnavigation sein soll, ist jetzt die Route im ersten Zuge erstmal nur eine direkte Verbindung an. Die Punkte werden halt einfach per Luftlinie verbunden im ersten Zuge. Aber wir sehen hier schon, wir haben auf jeden Fall die Punkte alle drin, die wir gesetzt haben. Wir haben unsere drei Wegpunkte, die wir wirklich anfahren wollen und halt auch genannt kriegen wollen. Und dann haben wir hier verschiedene Shaping Points drin, die halt quasi unsere Route so ein bisschen korrigieren. So, und im Prinzip können wir jetzt hier unsere Route nochmal doppelklicken. Dann sehen wir also auch die verschiedenen Wegpunkte, in der die angefahren wird. Und hier können wir jetzt einfach sagen, hier lass die mal neu berechnen, entsprechend mit dem eingestellten Profil. In dem Fall ist das Motorrad am schnellsten. So, jetzt sehen wir hier schon, okay, ja, es ist halbwegs dran, zumindest hier in dem oberen Teil passt es recht gut. Hier unten sehen wir jetzt, und das war quasi der Vorteil, dass wir sowohl die Route als auch den Track exportiert haben. Anhand des Tracks können wir halt wirklich sehen, was Kurviger sich eigentlich gedacht hatte. Und hier mit der Route sehen wir jetzt quasi, was Garmin draus macht. Und was Garmin draus macht, das ist nochmal sehr davon abhängig, was ihr für Karten in dem Moment verwendet. Ihr seht, ich habe hier immer noch die Freizeitkarte eingestellt und habe eigentlich das Profilmotorrad am schnellsten drin. Ja? Dann macht er das hier. Empfehlung ist da auf jeden Fall, ihr solltet hier dann im Basecamp genau dieselbe Karte verwenden, wie dann auf dem Garmin-Gerät, zu dem ihr es hinschicken wollt. Ansonsten können da böse Überraschungen bei rauskommen. Und das kann ich euch hier jetzt einmal zeigen. Das heißt, ich habe ja hier auch noch die Karten von dem Navigator 5 zum Beispiel drin. Da seht ihr vielleicht auch, warum ich eigentlich lieber diese Freizeitkarten nehme, weil mir hier einfach zu wenig Informationen drauf sind. Oder selbst wenn ich hier alle Details einschalte, optisch, weiß nicht, spricht mich nicht so an. Aber wie gesagt, in dem Normalfall, wenn ihr halt nicht die Freizeitkarten auch auf eurem Gerät installiert habt, solltet ihr definitiv dahin wechseln und dann halt hier auch in der Ansicht ja, die Karten verwenden, die dann später auf dem Gerät zum Einsatz kommen. Weil wenn ich jetzt dann nämlich hier nochmal hergehe und sage wiederum, es ist immer noch dieselbe Einstellung, Motorrad am schnellsten, und sage neu berechnen, dann kommt auf einmal was ganz anderes bei raus. Und ich muss gestehen, so ganz nachvollziehen kann ich es jetzt da nicht. Also ich werde auch gar nicht den Versuch machen. Was uns hier auf jeden Fall hilft, wir stellen mal hier einfach nur auf Motorrad um. Nicht Motorrad am schnellsten, sondern einfach nur Motorrad. Dann wird hier auch nochmal durchberechnet und dann sind wir wieder schon ziemlich nah dran, sogar näher wie mit der Freizeitkarte. Aber da könnt ihr halt sehen, diese ganze Berechnung ändert sich unter Umständen drastisch basierend auf dem Kartenmaterial, mit dem er die Berechnung macht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass er hier wirklich dieselbe Karte benutzt, die später dann auch auf dem Gerät zum Einsatz kommt. Jetzt sind wir hier mit unserer Planung, wie gesagt, schon relativ nah dran an den Sachen, die wir im Kurviger geplant haben. Wir können nach wie vor halt hier sehen, dass hier ist die Route, die Kurviger ursprünglich ja vorgeschlagen hatte. Das ist jetzt unsere Route, die das Garmin Basecamp ausgerechnet hat anhand unserem Profil.
Und jetzt können wir halt nochmal hergehen und können das Ganze so ein Stückchen weit nochmal korrigieren. Das heißt, hier haben wir eine Abweichung drin und da lohnt sich's auch wirklich unter Umständen nochmal zu gucken, ob nicht vielleicht sogar das, was Garmin hier jetzt gerechnet hat, doch ein bisschen besser ist. Was diese ganzen kurvige Algorithmen immer mal gerne machen, dass sie unnützerweise durch einen Ort durchfahren, weil da natürlich ein paar Abzweigungen drin sind, die unter Umständen als Kurven gerechnet werden. Also nicht immer blindlings das einfach dahin ziehen, sondern unter Umständen mal gucken. Wenn ihr das jetzt da machen wollt, könnt ihr hier über die Strecke drüber gehen. In meinem Fall auf dem Mac sagt er, ich soll die Alt-Taste drücken und dann kann ich mir hier sozusagen den Punkt schnappen und noch mal ein Stückchen verschieben, kann es dann loslassen. Dann wird die Route neu berechnet und erzählt er schon, zack, hier bin ich jetzt da also genau auf der Route, die das Kurvigor mir auch vorgeschlagen hat. Dasselbe mache ich hier jetzt auch noch mal. Einmal ziehen, einmal hier wieder loslassen, gucken. In dem Fall bin ich hier noch ein bisschen daneben. Das sollte ich auf jeden Fall noch mal korrigieren. Den dann wirklich hier auf die Strecke drauf ziehen, sagen, verschieben. Und dann haben wir das also auch erledigt. Dann sind wir auch wieder auf der Route drauf. Und so können wir jetzt halt einfach hergehen und können gucken, okay, was hat uns das Kurvigor vorgeschlagen, was hat das Garmin jetzt da draus gemacht und das gegebenenfalls nochmal korrigieren. Das kann unter Umständen dann auch mal richtig ausarten. Also hier habe ich zum Beispiel bei meinem Beispiel eine Ecke gefunden, wo es überhaupt nicht will. Also hier passieren ganz tolle Sachen. Da habe ich keine Ahnung, was jetzt da hier dieses Kartenmaterial an der Stelle quasi gegen die Strecke hat, die das Kurvigor hier vorschlägt, aber er will ums Verplatzen nicht hier lang routen. Ich habe es irgendwann einmal kurz hingekriegt, dass er es gemacht hat, aber ihr seht schon, ich setze die so nah aneinander und trotzdem kommen die tollsten Sachen bei raus, aber er will die Straße nicht durchfahren. Muss man dann gucken, ob sich da der Riss lohnt oder ob man da nicht einfach ja, zwischendurch mal zivilen Ungehorsam macht und selber da abbiegt oder halt in dem Fall die vom Garmin vorgeschlagene Strecke fährt. Ja, und das war eigentlich schon die ganze Hexerei. Das heißt, jetzt haben wir hier die Karte, die Route importiert, haben sie angepasst, dass es halt mit dem übereinstimmt, was das Kurvigor uns sozusagen vorgeschlagen hat, haben trotzdem nur die nötigsten Wegpunkte hier reingepackt. Und dementsprechend haben wir dem Navi dann quasi auch Luft gelassen, um im Zweifelsfall, wenn eine Sperrung kommt, wenn eine andere Umleitung kommt, wenn, keine Ahnung, Verkehrsmeldungen kommen, dass er halt ein bisschen reagieren kann und auf der anderen Seite uns auch die Möglichkeit gegeben, dann im Zweifelsfall mal einen Wegpunkt zu überspringen und so weiter. Also für mich eigentlich eine schöne Sache. So haben wir es jetzt hier im Basecamp quasi archiviert und können es jetzt direkt ans Gerät senden. Und auch beim Ge ans Gerät senden könnt ihr immer noch sagen, ihr schickt beides hin. Ihr schickt den Track hin und ihr schickt die Route hin. Und dann könnt ihr das entsprechend berechnen lassen, fahrt nach der Route, habt aber sozusagen den Track immer noch als Notfall. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, könnt ihr sogar den Track quasi parallel noch anzeigen lassen. Ich kann es jetzt leider nicht mehr ausprobieren, dass Garmin Navi, was ich mal zum Ausprobieren von meinem Kumpel hatte, habe ich jetzt wieder zurückgegeben. Deswegen kann ich es nicht nochmal richtig auf der Hardware checken, aber sollte meines Erachtens nach funktionieren. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein im Prinzip für diese Woche. Ach nee, Entschuldigung, eine Sache habe ich auf jeden Fall noch. Es gibt also auch beim Garmin entsprechend Begrenzungen teilweise. Vor allen Dingen bei den Wegpunkten, die wirklich angesagt werden. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 28 Stück. Und wenn es mehr werden, unterteilt das Basecamp automatisch die Route beim Exportieren aufs Gerät. Das heißt, er zerstückelt im Zweifelsfall eure Route. Wollt ihr natürlich nicht haben. Aber ich denke mal, für eine Strecke reichen wirklich die 28 richtigen Wegpunkte vollkommen aus. Da sollte da eigentlich nicht drüber kommen. Also wenn er mehr als 28 mal anhaltet, da ist euer Tag auf jeden Fall rum, denke ich mal. Und umgekehrt von diesen Shaping Waypoints könnt ihr nahezu beliebig viele haben. Und das sollte also auf jeden Fall für die ganzen Geschichten reichen. Ja, jetzt aber.
soll es von meiner Seite gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass euch das ein bisschen was genützt hat. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.